Ebenfalls zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf der Tribüne. Um es mal mit den Worten des bayerischen Philosophen Gerhard Polt zu fragen: Braucht's das? Ha? Braucht's das? Zitat Ende. Nach § 23 des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes ist Deutsch in Parlamenten und Gerichten längst verpflichtend. Warum fordert die AfD trotz dieser Tatsache hier und heute eine Änderung des Grundgesetzes? Es ist das ewig gleiche Spiel. Letzte Woche noch hat einer dieser Abgeordneten hier im Parlament vom drohenden Volkstod gesprochen. Heute malen sie uns zur Abwechslung mal den Niedergang der deutschen Sprache an ihre Klagemauer der Ängstlichkeit. Dass wir Deutsche eine anerkannte Wissenschaftssprache sowie eine vielfältige deutsche Literatur- und Mediensprache haben, spielt da natürlich keine Rolle. 8 der 10 erfolgreichsten Künstleralben des Jahres 2017 in den deutschen Charts waren Produktionen in deutscher Sprache. Produkte in deutscher Sprache boomen in den Charts, und das ganz alles ohne Ihre Bevormundung. Wenn Sie von der AfD schon die Musikbranche in Ihrer Begründung bemühen, dann machen Sie sich bitte faktenfest. Aber es geht der AfD nicht um das, was wirklich ist. Es geht wie immer nur um eins. Es geht darum, Angst zu schüren, Weltuntergangsszenarien zu entwerfen und zu spalten. Es geht der AfD darum, die eigene Kleinkariertheit unserem Land und seiner Bevölkerung überzustülpen. Was die AfD hier vorlegt, ist nicht neu. Es ist auch nicht provokant. Es ist rückwärtsgewandt und kulturell einfältig. Es ist eine Wagenburg, die die Weiterentwicklung unserer Sprache stärker bedroht, als es jede Veränderung tun könnte. Warum sagen Sie aber eigentlich nicht, was Sie wirklich wollen? Sie wollen in Wahrheit eine deutsche Leitkultur ins Grundgesetz schreiben. Aber ich kann Ihnen sagen, warum Sie das nicht tun. Weil Sie gar nicht wissen, was diese deutsche Kultur ausmacht. Herr Kollege Brandner, ich weiß, bei Ihnen weiß man nie, ob Sie morgens mit der Schmusedecke oder mit der Machete aufgewacht sind. Aber ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal zuzuhören und zu relaxen. Sie haben keinen positiven Begriff von unserer Kultur. Was ist denn dieses eigene, das Sie verteidigen wollen? Was ist Ihr positives Bild der deutschen Kultur, der deutschen Sprache? Welche deutschen Künstler könnten Sie anführen? Goethe, Heine, Thomas Mann, Fanny van Dannen, Rammstein, die Ärzte? Alle diese Künstler, alle diese Leute, die sich mit der deutschen Sprache wirklich auseinandersetzen, sie alle haben sich gegen ihren dumpfen Nationalismus gewandt. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, man stärkt seine Muttersprache nicht, indem man sie kleinredet und wehleidig daherkommt, wie es die AfD tut. Wenn es Ihnen wirklich um unsere Sprache ginge, würden Sie sich selbstbewusst einsetzen für guten Sprachunterricht für Muttersprachler und für Migrantinnen und Migranten. Außerdem, welches Deutsch gehört für Sie per se dazu und welches nicht? Was ist mit der Sprache der Hip-Hopper, der Rapper? Was ist mit dem eigenwilligen Deutsch der Trolle, die in den sozialen Netzwerken pöbeln, drohen und AfD-Positionen verbreiten? Ist das Ihre Landessprache? Was ist mit Minderheiten in Deutschland, mit den Angestammten und den Zugewanderten? Sollen wir denen, die Nordfriesisch, Dänisch oder Sorbisch, Wendisch und Romanisch schnacken, demnächst vorschreiben, was sie zu reden haben? Wie schaut es mit Extremdialekten wie etwa dem Oberpfälzisch aus? Bei Türkisch erübrigt sich die Frage sicherlich für die AfD. Die AfD glaubt ganz augenscheinlich nicht an die Kraft und Stärke der deutschen Sprache, an ihre Kraft, sich wandeln zu können und gerade dadurch einzigartig zu sein. Und natürlich, wir alle, von der Bundeskanzlerin, wenn sie da ist, bis zur 709. Parlamentarierin, wir chatten, twittern, wir liken, rechts außen wird wohl mehr gehatet. Unsere Muttersprache entwickelt sich weiter im alltäglichen Gebrauch durch den Erfindungsreichtum in der Jugendsprache, im Hip-Hop, in der Literatur und ja, auch hier im Parlament. Wäre unsere Sprache nicht in der Lage, sich zu verändern, würde sie ihre Funktion aufgeben als Instrument der Kommunikation und der Identifikation mit unserer Zeit, mit unserem Land, mit den Menschen, die hier zusammenleben.
Hinter diesem Gesetzentwurf steht ein Kulturverständnis der Abschottung und Ausgrenzung. Kulturen und Sprache verändern sich. Das macht sie spannend und reich. Im Austausch der Kulturen entsteht Neues. Dort findet Inspiration statt. Nichts davon steht in diesem Gesetzentwurf. Braucht es das? Fragt Polt. Ich sage ganz klar nein. Vielen Dank.